Vier junge Schweizerinnen reisen in die Dominikanische Republik und wollen erleben, was Entwicklungszusammenarbeit in der Praxis bedeutet. Im Projekt von World Vision haben sie die Möglichkeit, selbst mit anzupacken und die Kultur hautnah mitzuerleben. Ich bin Janine Liebendorfer, ich bin 19, komme aus Buchs, das ist in der Nähe von Zürich, und arbeite als Buchhändlerin. Ich wollte eigentlich schon immer mal mein Patenkind besuchen. Und ich wollte nicht einfach jemand sein, der einfach quasi Unbekannte, der einfach Geld schickt für etwas, wo man gar nicht so richtig weiss, für was und so. Und mir ist es wichtig, auch einen persönlichen Kontakt herzustellen zum Kind. Mein Name ist Chantal, ich komme von Tscherlak, das ist ein kleines Dorf im Sarganserland. Ich bin 19 und mache jetzt das letzte Lehrjahr noch als Kauffrau bei der Schweizerischen Post in Chur. Der grösste Wunsch und das, was wir auch werden machen, ist eben das Patenkind besuchen gehen und mit diesen Kindern zusammen arbeiten. Das ist eigentlich das grösste für mich, was mir recht vom Herzen ist. Ja. Ich bin Esther, bin 20 und fange jetzt dann im September das Spanisch- und Italienisch-Studium an. Am meisten freue ich mich, das Patenkind zu sehen, wie sich das in diesem Jahr entwickelt hat, seit ich es habe. Ich bin Vanessa, ich bin noch 23 und wohne in Thun. Ich bin Coiffeuse und Visagistin. Ich habe eigentlich keine grossen Erwartungen. Ich bin eigentlich sehr offen und freue mich auf die zwei Wochen. Wird sicher sehr spannend. Mit dabei ist auch Janina Costa, Entwicklungsexpertin von World Vision Schweiz, die den Einsatz durchführt. Sie werden ganz vielseitig und verschiedene Aufgaben machen können. Das eine ist sicher, dass sie mit den Jugendlichen und mit den Kindern zusammenarbeiten und dann aber auch mit den Projektmitarbeitern vor Ort die verschiedenen Programme anschauen können und womöglich mithelfen. For me it's really amazing that people just like you, young people. Ich bin tief beeindruckt, dass sich so junge Leute um die Menschen hier kümmern. Es ist das erste Mal, dass ich so etwas sehe. It's the first time I see something like that. Auf geht's. Nach einer langen Reise in den Karibikstaat sammeln die Patinnen aus der Schweiz erste Eindrücke fernab von Ferienresorts und Urlaubsglück. Hier am Stadtrand von Santo Domingo leben rund 11.000 Menschen in äußerster Armut. Die Armut ist hier in der Dominikanischen Republik ein großes Problem. Es fehlt an Infrastruktur und an wirtschaftlichen Strukturen. Staatliche Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung, Zugang zu Bildung und zu sauberem Trinkwasser sind völlig unzureichend. Das sind die Hauptprobleme für die Menschen hier. Ich war recht überrascht und auch schockiert. Sie haben kein fließendes Wasser. Es sind sehr kleine Hütten aus Blech, einfach irgendwie zusammengebastelt. Und eben, sie müssen irgendwie mega weit laufen, wenn sie Wasser holen wollen. Die Menschen in unserem Stadtviertel brauchen Hilfe. Die Häuser sind in sehr schlechter Verfassung. Sie sind aus Holz oder Blech gebaut. Häufig gibt es keinen richtigen Boden. Aber wir versuchen, das Beste daraus zu machen, zu leben, so gut es geht. Sie wohnen meist nur in so Blechhütten, wo sie aber gleich angemalt haben, dass es recht fröhlich rübergekommen ist. Die Leute sind recht offen, fröhlich, sagen immer «Hoi, hallo» auf der Strasse. Es war noch lustig, so die Reaktionen von diesen Leuten. If people... Durch den Besuch spüren die Einheimischen, dass man ihrem Leben Interesse entgegenbringt. Das schätzen sie sehr. So that's why people value the visitors. Besonders groß ist die Freude bei den Kindern. Die Besucherinnen werden sofort zum Mitspielen aufgefordert. Die Kinder in diesem Stadtteil spielen auf der Straße. Da ist die Verletzungsgefahr groß. Und zudem sind die Straßen staubig und schmutzig. Auch die Ansteckungsgefahr mit Krankheiten ist immens. Gereizte Schleimhäute und Hautpilze, das sind typische Krankheiten von den Kindern in unserem Stadtviertel. Die Bevölkerung hier im Stadtteil Villa Meia steht vor sozialen Herausforderungen. Jugendkriminalität ist ein großes Problem. Für 89% der Jugendlichen gehören Drogenhandel, Verbrechen, unerwünschte Schwangerschaften und häusliche Gewalt zur Tagesordnung. Diese Jugendlichen haben keine Arbeit und sind auch nicht in der Gesellschaft integriert. Es fehlt an
an Jobs, die sie vielleicht machen können. Es fehlt an Bildung, es fehlt an Geld, an Wissen. Mir denke ich, es fehlt an vielen Orten. Heute geht es ins Büro des World Vision Entwicklungsprojekts. Dort treffen die jungen Sponsorinnen die Jugendgruppe, die von World Vision unterstützt wird. Die Jugendgruppe Protagonistas ist eine nationale Bewegung für Kinder und Jugendliche. Dieses Projekt ist wichtig für unser Stadtviertel. Das Ziel ist, den Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu ermöglichen. Dies wirkt sich sehr positiv auf ihr persönliches Leben und auf das gesamte Dorf aus. Wenn junge Schweizerinnen und dominikanische Jugendliche aufeinandertreffen, darf der Kulturaustausch nicht fehlen. Sie haben uns ein paar traditionelle Tänze von ihnen beigebracht. Los Congos, hier ein typischer Tanz mit afrikanischen Elementen, bei dem die Frau führt. Dazu gibt es auch eine Spezialität aus der Küche, frittierte Schweineschwarte. Auch die Schweizer Patinnen gewähren den Einheimischen einen Einblick in ihre Kultur und Traditionen. Die Jockey, die wir verteilt haben, sind sicher gut angekommen. Es schmeckt gut. Als ich sie zum ersten Mal sah, dachte ich, es wird total langweilig. Aber ich bin so überrascht, denn es war ein wunderschönes Erlebnis. Sie sind echt nett. Sie haben auf mich sehr aufgeschlossen gewirkt, sehr neugierig und wissbegierig. Es hat mich am Schluss erstaunt, wie viel das sie aufgenommen haben. Wir haben schon früher Besuch von anderen Leuten bekommen, aber nie so persönlich wie jetzt. Es war wirklich eine schöne Erfahrung. Wir konnten die Zeit zusammen verbringen und austauschen. So etwas erleben wir zum ersten Mal. Heute ist der große Tag. Die Aufregung steht den Patenkindern ins Gesicht geschrieben. Denn gleich treffen sie zum ersten Mal ihre extra aus der Schweiz angereisten Patinnen. Es ist mega genial, es ist grossartig. Ehrlich. Wir haben uns eigentlich kennt vom Briefschreiben und jetzt einfach so live voneinander gesehen. Und sie ist ein mega fröhliches Mädchen, es ist mega schön und es ist unanhänglich. Sie hat mich gerade gesehen, wollte umarmen, sie ist mega fröhlich und es war mega schön. Wenn ein Kind von dort, von der Art, einen Besuch kriegt aus der Schweiz, sind wir ein riesen Highlight und sie freuen sich sehr darauf, mal ein anderes Gesicht von einem anderen Land zu sehen. Und sind meistens auch ein bisschen nervös, aber ich glaube, es wird ein guter Austausch. Ich habe mich so gefreut. Ich habe meiner Mutter gesagt, dass ich die ganze Zeit mit ihr spielen möchte. Ich habe mal einen Vogel gezeichnet, als ich noch kleiner war. Und da habe ich im Kindergarten immer gezeichnet. Und da habe ich ihr mal aufgezeichnet und ihr geschickt. Und das war so lustig. Und das Erste, was sie gesagt hat, sie kann den Vogel jetzt auch zeichnen. Dann hat sie das Büchlein rausgenommen, hat sie ihn aufzeichnen können. Ich war auch stolz, was sie mir zeigen konnte. Sie ist super, sie passt richtig zu mir, so eine kleine, freche, süße Maus. Und wirklich ganz aufgestellt. Am Anfang war sie ein bisschen scheu und zurückhaltend. Aber jetzt ist sie noch am Reden und spielen die ganze Zeit. Ich wünsche mir, dass sie eines Tages studieren kann und nicht, wie viele andere Jugendliche, bereits mit 12 Jahren ein Kind hat oder heiratet. An meinem Patenkind habe ich angesehen, dass das Geld wirklich ankommt, weil sie auch in die Schule gehen kann. Und sie kann auch schon ein bisschen schreiben, mit 4. Es ist interessant, es ist verrückt wichtig. Für das Kind konnte ich mir gar nicht so vorstellen zuerst. Die Kinder haben wirklich gewartet, oh, jetzt kommt meine Patin und sie steht, sie kann eine Patin den anderen Kindern vorstellen. Und oh, Patin, die ist so cool und oh, die ist aus der Schweiz. Ein neuer Tag im Projekt Kanaan. Die jungen Frauen besuchen eine öffentliche Schule in der Region. In dem Klassenzimmer drängen sich knapp 60 Schüler auf. Sie alle wollen den Besuch aus der Schweiz sehen. Mit so viel Temperament und Talent
Talent haben die Schweizerinnen wohl nicht gerechnet. Trotz der schönen Zeit mit den Kindern wird auch klar, dass der Unterricht hier nicht für jedes Kind selbstverständlich ist. Die öffentlichen Schulen sind weit weg von den Wohnhäusern entfernt. Außerdem müssen wir den Transport bezahlen. Auch die Uniformen sind teuer. In der Dominikanischen Republik gibt es zu wenig staatliche Kindergärten. Vielen Kindern fehlt die Grundlage, sodass der Schulantritt oft zu schwierig oder gar unmöglich ist. Nach einem langen Aufenthalt im Schulzimmer machen sich die vier Schweizerinnen auf den Weg zum Kindergarten, der im Rahmen des World Vision Projekts gegründet wurde. Der Schulanfang nach den Sommerferien wird mit Tanz und Musik eingeläutet. Im Vorschulprogramm geht es darum, den Kindern emotionale und soziale Fähigkeiten zu vermitteln, damit sie später ihr volles Potenzial entfalten können. Damit fällt ihnen auch der Schuleintritt leichter. Sie lernen die Grundfarben, das ABC und die Zahlen. Weiter geht es zum Frühförderprogramm. Hier wird auf die gesundheitliche Entwicklung der Kleinsten geachtet. Ich finde das Programm von World Vision eine gute Sache, weil es viele Mütter der Mittelschicht unterstützt und die Kinder hier viel lernen. Heute haben die Patinnen die Gelegenheit, das Gesundheitsprojekt zu besuchen. Doch auf dem Weg dorthin gibt es einen kurzen Zwischenstopp im Stadtteil La Paz. Hier hat der tropische Sturm Isaac vor einigen Wochen viele Häuser überschwemmt und Menschen vertrieben. Bis zu dieser Markierung kam das Wasser hoch. Meine Cousine musste ihr Haus verlassen. All ihre Möbel wurden zerstört. Jetzt musste sie eine Wohnung nehmen, die sie sich nicht leisten kann. Die Wassermenge prallte hier gegen die Wand und hat wie ein Fluss das ganze Haus überschwemmt. Auch das Unwissen der Leute ist hier ein großes Problem. Der Abfall wird nicht richtig entsorgt und verstopft die Abflussstellen, sodass das Wasser nicht abfließen kann. Gerade Kinder leiden oft unter den Krankheiten, welche durch verschmutztes Wasser hervorgerufen werden, wie Cholera oder Tuberkulose. Der Staat sollte den Menschen verbieten, hier zu leben oder zumindest den Leuten helfen und bessere Häuser bauen. Die größte Herausforderung ist, eine langfristige Veränderung zu erreichen. Dafür ist es wichtig, dass wir mit dem Staat zusammenarbeiten. Die vier Schweizerinnen sind nun beim Gesundheitsposten angekommen, wo World Vision regelmäßig Hygieneschulungen und medizinische Kontrollen für die Bevölkerung anbietet. Auf die Teilnehmerinnen wartet jede Menge Arbeit, denn die Warteschlange der Eltern mit ihren Kindern ist lang. Regelmäßig führen wir Enturmungen durch, damit die Kinder vor Infektionen geschützt sind. Ein paar kleinere Kinder hatten es, die dann anfangen zu schreien haben, aber dann haben sie mich einfach mit heimgenommen und probieren es dann später nochmal geben. Sie helfen den Kindern, wieder gesund zu werden. Ich bin froh, denn manchmal haben sie Bauchschmerzen. Es gibt viele junge Frauen hier, die bereits zwischen 14 und 18 Jahren mehr als zwei Kinder haben. Deshalb ist das Gesundheitsprogramm eine sehr wichtige Aktion in dieser Gegend. Heute geht es um Kunst und Kreativität. Die Mauern um den Spielplatz auf dem World Vision Gelände sollen zusammen mit den Kindern und Jugendlichen verschönert werden. Es wird sehr schön. Ich male Schmetterlinge. Das Schwierige ist die Hitze, denn die Sonne brennt. Durch die Hitze ist die Motivation ein bisschen gesunken, aber es ist echt cool, weil man es nicht so gewohnt ist. Malen bei 38 Grad. Eine echte Herausforderung. Trotzdem verlieren die jungen Helfer nicht die Freude. Und das Resultat sieht doch großartig aus, oder? Thank you.
Der Einsatz im World Vision Patenschaftsprojekt Kanaan neigt sich dem Ende zu. Der Wunsch, das Patenkind und seine Familie zu treffen, ist für die vier Schweizerinnen in Erfüllung gegangen. Was ich jetzt so gemerkt habe, ist wirklich, es ist viel mehr als nur das Kind, die Familie. Es ist mehr, dass man eigentlich ein ganzes Projekt unterstützt. Dass mehrere Kinder zum Zug kommen, dass sie in verschiedenen Bereichen unterstützt werden, sei es Gesundheit, Bildung, wie aber auch Wertvorstellungen. Ich finde es sehr gescheit, dass es halt einfach langfristig ist und nicht einfach, man geht her und bringt ihnen das Geld, was ihnen nichts bringen würde, was nichts verändern würde. Sondern es wird langfristig eben darauf hergeschaffen, dass sie dann eigentlich selbstständig sein können, ohne die Hilfe von World Vision irgendwann. Und das finde ich, das macht Sinn.